الحمد لله ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir möchten inshallah ta'ala in dieser Stunde unsere Herzen mal aufmachen für die Worte Allahs, dass wir zumindest in dieser Zeit uns von der Dunya wegrennen und dass wir unter den Schatten von den Worten Allahs subhanahu wa ta'ala leben. Lasst uns, meine liebe Brüder und Schwestern, unsere Herzen für den Koran geben und lasst uns nicht blind sein, denn die Herzen werden blind und nicht die Ohren. Die Herzen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, womit wir die Wahrheit erkennen, lasst die nicht blind. Lass uns über die Fitnet, die Versuchung dieser Dunya, dieser Welt. Wir leben in einer materialistischen Welt. Mit wahrsten Sinne. Die materialistischste Zeit aller Zeiten ist unsere Zeit. Konsumgesellschaften. Die Menschen streben nur nach Vermehrung an Kinder, Gelder, mehr Spaß. Und die Leute machen Kunst, um neue Spaßideen zu erfinden, so dass Spaß eine Industrie geworden ist, wo man Geld verdient. Subhanallah. Gucken wir um uns und sehen, dass die Muslime sowie die Nicht-Muslime so verbunden sind mit der Dunya. So verbunden, wie es in keiner Zeit war. Und nicht nur die Dunya, diese Welt, hat sich schön gemacht. Wie ein Braut, schön anziehend und immer schöner. Sie wird immer schöner.
aber nur der Gläubige, dessen Herzen mit Allah subhanahu wa ta'ala hängt, nur der ist wach und vernünftig. Lasst uns die Betrachtung von der Dunya von Allah ta'ala hören. Nicht von einem weisen Mann oder nicht von einem Dichter oder von mir selbst, sondern von Qala Allah, Qala Rasulullah. Lasst uns mal unsere Herzen dafür aufmachen, sodass wir mit der Hoffnung, mit der Bitte, dass wir alle heute davon Nutzen nehmen und dass wir zumindest mal wach werden und ab heute einen neuen Start beginnen und dass wir sagen, nein, hör auf, die Kurve muss nach oben, nicht nach unten. Und guckt mal die Dunya, guckt mal, was Allah Ta'ala ihr von Namen gegeben hat. Dunya, von Verb dana yadnu, von etwas, was runtergeht, was erniedrigt ist, shay'un dani, etwas dani ist, ist muhtaqar, das heißt erniedrigt, ist etwas, was nicht hat, kein, was kein Wert hat. Und so ist Dunya von Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayatu dunya. Und Allah ta'ala beschreibt diese Dunya. Das ist die Dunya. I'lamu annama al-hayatu dunya la'ib, لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Wisset, dass diese Dunya nur ein Spiel, ein trügerisches Genuss, ein Vermehrung unter euch, Prahlerei unter euch, das Gleichnis von dieser Welt bei Allah ist wie bei euch ein Ackerland, was von Wasser begossen wird, bis die Bauer sich freuen über diese grüne Farbe, die auf einmal im Ackerland erscheint, und dann kommt die trockene Zeit. Vorbei mit grün und schön. Dann siehst du alles gelb, alles rot, keine grüne Farbe, kein Leben mehr. Das war's. Die Dunya hat eine bestimmte Zeit, wo sie grün erscheint, wo die gut ist, und das war's. Und dann sagt Allah, und in Akhira gibt es eine von zwei Sachen. Und guck, mein lieber Bruder, wo du dich befindest. Eine von zwei Sachen. Entweder ist das eine harte Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Gerechtigkeit und Weisheit, oder ist das eine Vergebung und Wohlgefallen und Zufriedenheit. Und am Ende schließt Allah ta'ala diesen Vers, indem er uns sagt, Und wahrlich ist diese Welt nur ein trügerischer Genuss. Derjenige, der sie erschaffen hat, er sagt uns dieses Geheimnis, meine liebe Brüder und Schwestern. Und Allah Ta'ala verbindet uns mit Al-Akhira und ruft uns, dass wir uns nicht täuschen lassen, indem er sagt, Ja, ayyuhannas, inna wa'dallahi haqq. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Guckt mal, wie Allah Ta'ala die Dunya mit dem Shaitan verbindet. Er sagt, oh ihr Menschen, hier sind nicht nur die Gläubigen gemeint, sondern alle Menschen, kommt. Ja, ayyuhannas, oh ihr Menschen, inna wa'dallahi haqq. Das Versprechen Allahs ist wahr. Hallo. Sei nicht schwach. Das Versprechen Allahs ist wahr. Was ist dieses Versprechen? Dass wir ihm begegnen werden. Dass diese Welt vorübergehend ist. Und dass das Leben Al-Akhira ist und nicht dieses. Das ist das Versprechen Allahs. Dass wir vor ihm stehen werden.
dass wir zur Rechenschaft gezogen werden, dass es Paradies in Ewigkeit oder Strafe und Zorn von Allah Ta'ala ist. Das ist das Versprechen Allah. O ihr Menschen, das Versprechen Allahs ist wahr. Also, was ist ja Allah? فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Lasst euch also nicht von dieser Dunya täuschen und betören. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورَ. Und kein Betörer darf euch betören, keine Versuchung darf euch ablenken. Und dann sagt uns Allah Ta'ala eine Warnung: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ. Wahrlich, der Satan ist euch ein deutlicher Feind. Also was machen wir da? Lachen wir mit ihm? Lassen wir ihn flüstern? Nein. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Nimmt ihn also zum Feind. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Du musst ihn jeden Tag zerstören. Alles, was der Scheitan nicht mag, tust du. Immer anziehen mit rechtem Fuß, rausgehen mit rechtem Fuß, immer mit Bismillah. Kleidung anziehen, aufstehen mit Bismillah, Toilette reingehen mit Bismillah, Dhikrullah von Anfang bis Ende. Das hasst der Shaitan. Wenn dein Alltag nur mit Dhikrullah subhanahu wa ta'ala ist und deine Gebete, das hasst der Shaitan. Also du sollst ihn zum Feind nehmen. Warum? إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Denn seine Aufgabe, was er sich auferlegt hat, ist, dass er die Menschen und seine Freunde zum Weg des Sa'irs, des Feuers ruft. Er ruft nur. Er hat keine Macht. Viele Leute stellen sich den Shaitan so vor, als wäre er der mächtigste aller. Er ist nicht mal von, hat nicht mal Stärke von einer Ameise. Er hat keine Macht. Stellt euch mal, was ist das von einem Geschöpf, wenn du nur A'udhu Billahi Minash Shaitanir sagst, als hättest du ihn geklatscht und er fällt auf den Boden? Was ist das von einem Geschöpf, wenn du sagst Allahu Akbar, er flüchtet bis Potsdam? 30 Kilometer schon gerechnet in das Sunna. Bis Potsdam. Aus Furcht von dem Allahu Akbar Adhan. Was ist das? Denn viele Leute sagen nur Allah, Shaitan macht mich kaputt. Hallo. Shaitan macht dich nicht kaputt. Shaitan tut eine Sache. Er flüstert und ruft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das in Surat Ibrahim, wo diese Begegnung zwischen Shaitan und demjenigen, der ihm gefolgt ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَلَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ. الآية. Der Adullah, der Feind Gottes, er wird sagen, Allah hat euch das wahre Versprechen gegeben und ich habe euch falsches Versprechen gegeben. Und ich hatte keine Macht über euch. Information. Hörst du lieber heute vor morgen? Ist das nicht besser? Oder willst du zu denjenigen, die erst bei diesem Gespräch diese wichtige Information erfahren? Nein, erfahren wir das heute. Was ist diese Information? Wie lautet sie? وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Passt auf. Ich habe keine Macht über euch gehabt, außer dass ich euch gerufen habe mit meinen Einflüstern und ihr, was? Meinem Ruf gefolgt seid. Das war's. Er kann nichts. Was? Er kann gar nichts. Aber er flüstert. Und du sagst ja gerne. Okay. Also du bist es. Und er hat keine Macht über dich. Und in jedem Herzen gibt es Wa'idur Rahmani wa Wa'idur Shaitan wal'iyadu billah. In jedem Herz eines Gläubigen gibt es einer, der dich zum Guten ruft und einer, der dich zum Schlechten ruft. Nur wie ist dein Herz? Wie ist der Zustand deines Herzens, meine liebe Brüder und Schwestern? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde von Allah ta'ala auserwählt und er sagte ihm: Lass dich von der Dunya, lass dich von dieser Welt. Deswegen war es ganz besonders von dem Prophet, er war derjenige, der am meisten von der Dunya sich entfernt hat. Und er hat Dinge getan, die eigentlich
nur von ihm getan werden dürfen, aber als Zeichen dafür, dass er keine Dunya haben möchte. Er wollte zum Beispiel gute, schöne Dinge, die eigentlich halal sind, er wollte die nicht, weil er mit der Dunya nichts zu tun hat. Obwohl, weil der Prophet Sassam ein anderer Kaliber ist, deswegen ist er so. Einmal war er unterwegs und er schlief auf einem Teppich, aus Holzteppich, bis er Abdrücke auf deinen Wangen hat, sein Wangen, und dann kam Umar ibn Khattab, ja Rasulallah, latakhadna laka sarira. Lass uns bitte dir ein Bett machen, ein weiches Bett. Er sagt, mali wa mali dunya. Innama ana fi hadhi dunya ka rajilin au ka musafirin stadalla tahta dhilli shajaratin thumma tarakaha. Lasst mich von eurer Dunya, sagt er. Ich bin in dieser Welt nur wie ein Reisender, ein Durchreisender, der sich unter einem Schatten eines Baumes sich erholt hat und dann hat er den Baum verlassen. Deswegen sagte Allah Ta'ala zu ihm, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا الايه هو الله سبحانه وتعالى sagt und geduld und ertrage standhaft unter und zwischen den Reihen der Gläubigen, die Allah am Morgen und am Abend lobpreisen. Das sind die Betenden. Und wehe, dass du deine Augen in Richtung Dunya bei den Verleugner, denen es gut geht bei der Dunya, tu das nicht. Und Allah Ta'ala sagt ihm in einem anderen Vers, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Und lass dich nicht durch ihren Gelder und ihren Vielzahl von den Kindern täuschen. Und dass du sagst, wow, wie viel sie haben. Das ist nicht der Maßstab bei Allah Ta'ala. Der Maßstab ist das, was du hier trägst. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An dem Tag nutzt dir weder Kinder noch Gelder, außer wenn du ein gesundes Herzen mit dir trägst. Ein Herzen, was sauber ist, voll mit dem Glauben ist. Aber so sind wir Menschen halt. Wir lieben die schönen Dinge. So hat er uns erschaffen. Und ausgeschmückt sind uns diese Sachen alle. Es ist natürlich. Innahu li hubbil khayri, guckt mal, la shadid. Und dieses la und shadid. Shidda ist ja eine Stufe von der Härte, von der, wenn du etwas haben willst, das ist eine hohe Stufe. Allah Ta'ala sagt, und wahrlich, dieser Mensch, seine Liebe zum Gut, zum Geld, zur Macht, zum Dunya, ist wahrlich sehr stark. Du bist verbunden mit dieser Dunya. Und es ist ein natürlicher Effekt, dass wir diese Dunya mögen. Und ich habe damals gedacht, wenn ich graue Haare bekomme und wenn ich alt werde, dann habe ich mir gedacht, dann werde ich nichts anderes machen, außer nach Wissen zu streben, Ibadah, Koran. Und dann habe ich die älteren Menschen um mich gesehen, dann habe ich mir gesagt, hey Abdul Adim, du täuschst. Du irrst dich. Hallo? Ich dachte, wenn die Menschen älter werden, werden sie verbundener mit Allah Ta'ala. Aber der Prophet sagt uns, Yashibu ibn Adam, wa tashibu fihi khislatan, au yakburu ibn Adam, wa yakburu ma'ahu thnan, hubbu al-mal, wa tulu al-umur. Der Sohn Adams, der wird immer älter. Und zwei Dinge werden bei ihm immer jünger. Stärker. Allahu Akbar. Guckt mal, die Kurve geht nach unten, die andere Kurve geht nach oben. Der Sohn Adams wird immer älter, aber zwei Dinge werden bei ihm immer jünger. Nämlich die Liebe zum Geld und die Hoffnung, dass er noch länger lebt. Nicht, dass er sich vorbereitet und sagt, höchstens 5 Jahre oder 10 Jahre, er sagt, nein, ich werde noch mehr. Ich dachte, dass die Leute, wenn sie 80 und 70 Jahre werden, dass sie so denken, nein. Das ist ein natürlicher Effekt, was die Menschen hier erleben. Und deswegen, meine lieben Brüder,
diese Dunya, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ertrinken, ohne dass wir es merken. Denn viele Leute, sie werden von Allah Ta'ala geprüft. Wie Allah Ta'ala sagt, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Wir prüfen euch mit dem Schlechten sowie mit dem Guten. Auch das Gute ist eine Prüfung für dich. So viele Leute haben wir in der Moschee immer und oft und öfter gesehen. MashaAllah. Und die Unterrichte haben sie besucht. Und die Freitagspredigten und Jama'at und Moschee. Und sie haben immer, MashaAllah, wunderschönen Glauben, haben nur Allah Ta'ala gebeten. Aber auf einmal hat er eine Firma gegründet. Und dann, nach einem Jahr, begann er Umsatz zu machen. Und dann nach 2 Jahren hat er Angestellte. Und nach 3 Jahren ist er groß geworden. Und nach 4 Jahren finden wir ihn nicht mehr in der Moschee. Wir sagen ihm, hallo, Bruder, wo bist du denn? Dann sagt er dann, Achi, Beschäftigung. Ich habe Pflichten. Ich ernähre 50 Familien. Er meint 50 Angestellte. Und auf einmal gibt er dir, hallo, alles klar, gut. Erinnerst du dich an der Zeit, du warst immer in der Moschee, was hat dich davon gehindert? Auf einmal sieht er diese Dunya mit anderen Maßstäben, deswegen passt auf. Passt auf, dieses Geld, Besitztum, Reichtum, Macht, das ist alles eine Prüfung von Allah Ta'ala. Deswegen als Abu Ubaidah ibn Jarrah, als er von Bahrain kam, er ging nach Bahrain, um Zakat, Geld zu sammeln, und er bringt das zu der Zentrale, nach Medina. Und natürlich haben die Medeniten, die Menschen in Medina haben gehört, oh, Abu Ubaidah ibn Jarrah kommt mit Gelder. In der Überlieferung wird genau beschrieben, wie die Moschee war. Am Fajr-Gebet. Knallvoll. Wie es nie war. Es war knallvoll. Weil die Leute wissen, dass der Prophet Gelder verteilt in Medina. Hier, hier, nimm, nimm, nimm. Also, natürlich war knallvoll. Der Prophet ging raus vor dem Gebet. Und als er diese Menge gesehen hat, er hat gelächelt. Und sagt, Abshiru billadhi yasurrukum. Guckt mal, wie ein Lehrer ist. Er zieht erstmal die Herzen. Und er weiß, was sie wollen und lieben. Und er beruhigt sie. Er sagt, eine frohe Botschaft für euch. Heute gibt es nur was Gutes für euch. Ah, schön. Gut. Aber dann gibt er in dem richtigen Moment eine Weisheit, was die Menschheit braucht und was wir gerne in unseren islamischen und arabischen Ländern in großen Werbungsbanner innerhalb der Hauptstraßen hängen sehen, statt eine nackte Frau mit Coca-Cola im Brust. Ja, solche Sachen wollen wir. Oder dass man Gillette und weiß ich nicht, was uns gar nichts bringt in dieser Welt. Stattdessen wollen wir in unseren Ländern, inshallah ta'ala, ist die Zeit gekommen, langsam, langsam, dass dieser Weg gestärkt wird in der Umma, denn die Umma ist hungrig. Hungrig. Da hat er gesagt, فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Er sagt, bei Allah, ich fürchte für euch nicht Armut. Davon habe ich keine Angst. Allah Ta'ala versorgt. Ich fürchte nicht für euch Armut. Was fürchtest du, ja Allah, für uns? Er sagt, ich fürchte, dass Allah euch die Türen der Dunya aufmacht. Und dass Allah Ta'ala euch überschüttet mit Dunya-Gaben. So wie er den Völkern damals ihnen die Türen geöffnet hat. Und dann werdet ihr wetteifern, so wie sie wetteifert haben. Und dann wird sie euch ins Verderben bringen, wie sie ins Verderben gebracht hat. Das sind Ratschläge von dem Propheten, dass man aufpasst und sagt, hey, und so betonte der Prophet immer und immer mit seinen Sahaba, und er sagte ihnen immer Beispiele für diese Dunya. Einmal ist er vorbeigegangen, und hört mal diesen Hadith, diese kleine Geschichte. Einmal war er unterwegs mit seinen Freunden,
Auf einmal bei Banu Dhul-Hulayfa, ein Gebiet um den Medina, sah er eine Ziege, eine tote Ziege. Al-Hadith ist bei Muslim überliefert. Er sah eine tote Ziege mit geschnittenen Ohren. Und wir wissen, wie ein totes Tier riecht. Ein Kadaver. Dann kam der Prophet zu diesem toten Tier und er nahm von der Ziege ein Ohr. Und er zieht im Ohr und er sagt, Man yashteri hadha minni bi dirham. Wer kauft von mir diese Ziege mit einem Dirham? Sagt ja Rasulullah, was sollen wir mit so einer Ziege machen? Und noch dazu ein Dirham? Yani, das ist genauso wie heutzutage, wenn du ein Nissan Baujahr 1977 oder 1980 und du hast einen Unfall, Totalschaden, und du willst das irgendwie weggeben. Hier, ein Auto, ich will euch was geben. Dann gehst du und du musst 50 Euro bezahlen, 100 Euro bei Schlachthof oder so, damit sie das überhaupt von dir nehmen. Stimmt oder nicht? Ja, ihr kennt nur solche Beispiele, aber Ziege und so, ihr seid nicht gut. Aber die Sahaba wissen, was eine tote Ziege ist. Und auch, er sagt, ja, Rasulallah, auch wenn diese Ziege im Leben wäre, hätten wir sie nicht mal gekauft. Die ist doch voll mit Mangel. Ein geschnittenes, mit geschnittenem Ohr, keiner kauft so eine Ziege. Die ist nur für Milch und vielleicht für was anderes, was sie brauchen und das war's. Dann sagt er, فَوَاللَّهِ لِلْدُّنْيَا أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَى أَعْيُنِكُمْ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Er sagt, bei Allah ist diese Dunya und die Stellung dieser Dunya bei Allah schlimmer als die Stellung von dieser toten Ziege in euren Augen. Seht ihr, wie die Dunya ist? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. Sie, diese Dunya ist nicht mehr ein Flügel einer Fliege wert. Und wenn das der Fall wäre, hätte er nicht mal einen Glaubensverweigerer, der ihn Tag und Nacht ablehnt und bekämpft und beschimpft und beleidigt und ihm den Rücken gibt und er gibt ihm jeden Tag Multivitamine und Trinken und Wasser und Eis. Also, er gibt denjenigen so viel. Hier, bitteschön. Wenn es wirklich einen Wert hätte, hätte so ein Mensch sowas nicht gehabt. Aber damit zeigt uns Allah Ta'ala, dass diese Dunya gar nicht keinen Wert hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: "Wa inna Allah yu'ti ad-dunya liman ahabba wa liman la yuhib wa liman lam yuhib wa la yu'ti hadha ad-din illa liman ahab." Allah gibt, Hadith ist bei Ahmad, Allah Ta'ala gibt diese Dunya, wen er liebt und wen er nicht liebt. Alles ist ihm gleich. Aber diese Din, diese Religion, die Religion der Propheten von Abraham und Moses und Isa und Muhammad, diese Religion gibt er nur demjenigen, den er liebt. Abdullah ibn Abbas überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Law anna ibn Adam mithlu wadin malan." لأحب أن له إليه مثله أو مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب على من تاب. Wenn der Sohn Adams ein Tal, was zwischen zwei Berge ist, so groß, so ein Bereich, wenn der Sohn Adams so ein Tal aus was? Aus Gold hätte, er würde sich den zweiten Teil noch wünschen. Ich möchte nur 1 Million Euro erreichen. Und dann das war's. Und dann kümmere ich mich um meine. Okay, alles klar. 500, 600, 700. Uff, er guckt auf 1 Million. 1 Million ist da. Und dann guckt er auf die 2. Million. Immer paarweise. Nur 2 Millionen. Und dann geht er weiter, bis er 2 Millionen erreicht. Hört er auf? Nein, 2 ist doch wie 4. Das ist alles mit links. Dann geht er weiter, bis er 1 Milliardär wird und er wird immer 2 Milliarden und immer mehrere Milliarden wünschen und immer ist er wie betäubt von der Dunya.
und nichts macht den Mund voll außer Sand. Was ist damit gemeint? Wenn er nackt, tot, ins Grab gebracht wird auf den Schultern und dann wird er begraben und dann kommt der Sand und füllt seinen Körper und seinen Mund. Das heißt, nur der Tod macht ihn still. Die ganze Zeit flippert er. Ja? Aber wenn der Tod kommt, das war's. Das war's. Dein Ende. Awalam nu'ammirkum, habe ich euch nicht so lange auf dieser Welt gelassen, dass ihr gar keinen Grund mehr habt zu entschuldigen. Und deswegen haben die Ulama und die Sahaba radwanullahi alaihim diesen Wert erkannt. Guckt mal, ich habe ein paar Sachen hier, ein paar Auszüge genommen, wie wunderschön diese bekannte Gedicht von Imam Shafi'i, und er war auch ein Dichter, gleichzeitig hoch, also sprachmächtig, und er sagte: Inna lillahi ibadan futana, طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Er sagt, wahrlich hat Allah vernünftige, kluge, gläubige und Diener erschaffen. Sie haben die Dunya geschieden, wie man seine Frau scheidet. Sie haben die Dunya geschieden und fürchteten alle Versuchungen. Sie schauten auf die Dunya und dann haben sie erkannt, dass diese Welt kein Ort für einen Lebendigen ist. Stimmt, alle sterben da. Bleibt jemand noch ewig? Nein, das ist ein Ort der Toten. Sie haben nachgeschaut und haben festgestellt, dass diese Erde ein Ort, kein Ort für die Lebendigen ist. Dann haben sie sie als See betrachtet mit Wasser, wo sie fahren müssen. Dann haben sie ihre guten Taten als Schiffe genommen und sind darauf gestiegen, bis sie dieses Wasser hinter sich lassen. So auch Ali ibn Abi Talib radiallahu anh sagt wunderschöne Weisheiten in der Beschreibung von der Dunya. Er sagt: أولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب من صح فيها أمن ومن حرص ندم ومن استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن ومن ساعاها فتنته ومن قعد عنها أتته ومن نظر إليها أعمته ومن نظر بها بصرته. Wunderschöne Weisheiten von einem Lehrling von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, diese Dunya, der Anfang ist nur Sorge und Müdigkeit und Erschwernisse. Und das Ende ist Tod. Der Halal in dieser Dunya, Halal, das Erlaubte in dieser Dunya, ist eine Abrechnung. Du wirst danach gefragt nach deinem Halal. Woher, wie, was, wo, ha? Auch wenn es Halal ist. Er sagt, was ist das für eine Erde? Ihre Halal-Sachen sind Abrechnungen am Tag des Gerichtes. Und ihre Haram-Sachen, was sind die? Strafe am Tag des Gerichtes. Er sagt, derjenige, der hier gesund lebt, er ist Sicherheit, Gesundheit des Herzens, ist hier gemeint. Und derjenige, der nur danach strebt, nach ihren Begierden strebt, er wird bedauern. Und man ist tagna fiha. Das heißt, der in dieser Dunya Vermehrung bekommen hat an Geld, Reichtum, er ist wahrlich in einer Prüfung.
ومن افتقر فيها حزن او حزن حزن يحزن ساكن ديريني قدر اغم فرد فرد تخوغش ليبن فول تخوغش فول تخوغ هابن ومن ساعاها يعني سعى اليها فتنت ونديريني قدر نور الدنيا فولكت was bist mit ihm? Fatanet hu. Die bringt ihn in den Löchern, in den Versuchungen. Waman qa'ada anha atat hu. Und derjenige, der sich hinsetzt und nicht unbedingt nach ihr rennt, was macht sie? Sie kommt zu ihm. Sie kommt zu ihm. Warum? Weil es ist Versorgung von Allah, diese Dunya. Hallo, das ist eine Versorgung. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dann beende ich diese Weisheit. Und dann sagt er, وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ. Und derjenige, der auf sie schaut, welches Schauen ist hier gemeint? Schauen. Nicht nur schauen, sondern schauen. Um weiterzugehen. Er sagt, und derjenige, der auf sie schaut, die macht ihn blind. Hallo, sie macht dich blind. وَمَنْ نَظَرَ بِهَا أَيَعْتَبَرَ بِهَا وَمَنْ نَظَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ. Derjenige, der durch Dunya andere Dinge sieht, so macht sie ihn sehend. Wenn du mal die Leute betrachtest, wie sie leben und was ihr Ende ist, dann wirst du es merken. Gestern, meine lieben Brüder und Schwestern, ich beende inshallah ta'ala damit wir den Adhan machen, war ich in Benjamin Franklin, einen Bruder, einen libyschen Bruder besuchen. Und er ist 36 Jahre alt. Ein Jahr. Gerade krank geworden. Sein ganzes Leben. Er war wie ich. Alhamdulillah. Möge Allah Ta'ala uns die Besserung und Gesundheit schenken. Und möge Allah ihn heilen und ihm Geduld schenken. Ein Jahr. Er ist jetzt im Sterbebett. Wallahu a'lam, sagen die Ärzte, entweder heute oder morgen. Entweder heute oder morgen. Er kommt, er wird wach. Und danach auf einmal geht er weg. Er wird wach und dann geht er weg. Gestern war ich bei ihm und er war noch nicht wach. Dann habe ich mit ihm geredet. Salamu alaikum. Und er macht seine Augen auf. Ich sage ihm, wie geht's dir? Er sagt mir, Alhamdulillah. Obwohl ich ihn nicht verstanden habe, aber sein Bruder hat mir, weil er weiß, was er immer sagt, er sagt mir, gestern habe ich einen Traum gesehen. Ich habe ihm gesagt, was hast du denn gesehen? Er sagt mir, ich habe den Kaaba gesehen. Er sagt mir, Wallahi, ich sehe sie jetzt, so wie es bei mir im Traum war. Die ganze Zeit ist die vor meinen Augen. Ich sage ihm, mein lieber Bruder, das ist eine frohe Botschaft für dich, denn ich habe erfahren, dass derjenige, der die Kaaba sieht, er bekommt Ehre und hohe Stellung von Allah. Warum? Weil Allah diese Kaaba auf dieser Erde hochgeehrt hat. Und ihr eine hohe Stellung unter allen Gotteshäusern gegeben hat. Und du siehst diese Kaaba. Und in dieser Zeit, frohe Botschaft, er begann zu lachen und er sagt, Alhamdulillah, Alhamdulillah, der mir Kaaba sehen lässt. Die ganze Zeit sagt er, ist vor meinen Augen. Die Kaaba ist vor meinen Augen. Ich sage ihm, hast du im Traum den Umlauf gemacht? Er sagt, ich bin die ganze Zeit sitzen und ich gucke diese Kaaba. Und das Gucken ist alleine. Das Gucken ist alleine eine Belohnung von dem allmächtigen Gott. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein gutes Ende geben. Und möge Allah ta'ala uns auch ein gutes Ende geben. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wir machen inshallah ta'ala. Und Adhan machen wir kurz in eine Abschlussrede. Barakallahu fikum für das gute Zuhören. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir die Dunya erwähnen, dann wollen wir nicht, dass wir das einfach so offen abschließen. Denn wir wollen einen wichtigen Abschluss hier geben, damit wir inshallah ta'ala das gesamte Paket für heute haben, damit wir inshallah ta'ala heute ein neues Platz anfangen. Ta'ibin, Abidin, dass wir zurückkehren und dass wir Allah Ta'ala um Vergebung bitten und dass jeder von uns seine Reue zu Allah Ta'ala spricht. Allah Ta'ala sagt: Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama wal an'am wal harf dhalika mata'u al hayati ad dunya والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله تعالى beschreibt diese Dunya und sagt, ausgeschmückt sind den Menschen die Begierde, diese Dunya, حب الشهوات, die Liebe zu den Begierden an Frauen und an Geldern und an Kinder und Vermehrung und Gold und Silber und Vieh und Rassepferde beziehungsweise Autos, Yachten, alles Mögliche, was zu dieser Dunya gehört, ausgeschmückt. Allah Ta'ala erwähnt so viele schöne Dinge. Und dann sagt er in einer erniedrigeren Form, ذلك, in der arabischen Sprache, ذلك ist mit Ishara lil ihtiqab aw lil ba'id. Und hier ist das Lil-Ihtiqab. Wenn du etwas erniedrigst, dann sagst du Dhalika Mata' al-Hayati. Er sagt Dhalik, dies alles ist Mata' al-Hayati al-Dunya. Und Mata' ist immer wenig. Er sagt, das ist nur ein bisschen von dieser Welt. Gar ein bisschen. Mata' al-Hayati al-Dunya. Und Wallahu indahu husn al-Ma'ab. Bei Allah ist aber das Beste, was man findet. Was, ja Allah, was finden wir dann? قُلْ Sag ihnen, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ Soll ich euch etwas kundtun, was besser als dies alles? لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا الْآيَةِ Für diejenigen, die Gottesfurcht im Herzen tragen, das sind die. Sie haben bei ihren Herren Paradiesgärten durcheilt von Bächen. Unter ihren Gründen fließt Wasser. Ewig werden sie dort verweilen. Und Gattinnen, reine Gattinnen, die von Allah ihnen geschenkt werden. Und Wohlgefallen und Zufriedenheit von ihren Herren. Das Beste, was ein Mensch je bekommen wird,
ist das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Platz, ein Ort, eine Abmessung, eine Fläche von einer Peitsche, ungefähr ein Quadratmeter im Paradies, ist besser als die ganze Dunya zu besitzen. Immer hören wir diese Redewendung, als die ganze Dunya zu besitzen. Haben wir einmal reflektiert und gesagt, was heißt die ganze Dunya zu besitzen? Wenn du mal nur hörst, du hast jemanden getroffen und er besitzt dieses Gebäude, dieses große Gebäude im Potsdamer Platz. Du sagst, wow! Und wenn der ganze Potsdamer Platz besitzt, dann sagst du, wow! Und wenn dir gesagt wird, nein, nein, alle Zentren von Berlin ist sein Besitz zu. Wow! Und dann sagen sie dir, und weißt du was? Alles, ganz Berlin gehört ihm. Wow! Und dann gehen wir noch weiter. Mit allen Reichtum der Erde. Mit Geld, Silber, Gold, Paläste, alles Mögliche. Stellt euch mal vor. Und dann sagt er, es gehört ihm ganze Planet. Wow! Dann sagt Allah Ta'ala, ein Quadratmeter im Paradies ist besser als dieses Wow. Tausendmal. Subhanallah. Haben wir ein bisschen reflektiert, meine liebe Brüder und Schwestern? Subhanallah. Labinatuha dhahabun wa fidda. Weißt du, die Bausteine von Paradies, wie die sind? Das sind die Rede von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meine liebe Brüder, nicht von mir. Die Bausteine sind aus Gold und Silber. Heutzutage machen die Leute sich prahlerisch. Hallo, ich habe Besteck aus Gold. Besteck aus Gold. Ich habe eine Dusche Zeug da aus Gold. Mhm. Höchstens hat er ein Dach aus Gold. Nein, meine lieben Brüder. Paläste im Paradies sind aus Gold gebaut worden. Aus Perlen. Aus Rubinen, aus Silber, aus Dingen, die dein Auge nie gesehen hat. Und Allah liebt euch. Er sagt, A'dadtu li'ibadi as-salihin, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Ich habe für meinen rechtschaffenen, zwei Striche, ich habe für meinen rechtschaffenen Diener das vorbereitet, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat und was in keine Vorstellung eines Menschen kommt überhaupt. Das ist diese Akhira, meine liebe Brüder. Dafür wollen wir das verkaufen. Wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Und jeden Mensch haben wir um seinen Hals alle seine Taten gehängt. Deine Taten werden hier um deinen Hals hängen. Willst du die zerreißen? Nee, die bleiben mit dir gebunden. Und dann auf einmal erscheint ein Buch, der fliegt mit allen Büchern, und die Bücher sind zwischen Klammer vorprogrammiert. Sie werden nicht verfehlen. Jeder bekommt sein Buch, ob mit rechten oder linken. Die fliegen und dann kommt und klebt sich an deine Hand oder er kommt zu deiner Hand. Manche Leute, sie bekommen das mit der linken Hand und manche Leute sind schlau. Sie sehen, dass das zur linken Hand kommt und was machen sie? Dann verstecken sie die Hand hinter dem Rücken. Und dann bekommen sie ihr Buch von ihrem Rücken. Subhanallah. Du bekommst das, ob du willst oder nicht. Und da steht alles über dein Leben und was du vorausgeschickt hast und getan hast. Und deswegen, meine liebe Brüder und Schwestern, wir leben in einer schweren Zeit. Lasst uns geduldig und standhaft auf dem Weg Allahs sein. Egal, wo deine Kurve sich befindet, ob du in einer Tiefe jetzt bist oder in einer Höhe, ich sage dir, bitte Allah um Befestigung. Und dass Allah Ta'ala deinen Füßen befestigt. So viele Leute haben den Weg verloren. So viele Leute wurden mit Versuchungen oder haben Versuchungen erlebt und dann sind sie durchgefallen. Bitte Allah Ta'ala, dass er deine Füße befestigt. Und dass Allah dich gläubig und rechtschaffen leben lässt.
und gläubig und rechtschaffen sterben lässt. Und sag nie, ich bin es, ich bin es. Und sieh dich immer bescheiden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und denke nicht, dass der Glaube in deiner Hand liegt oder dass die Rechtleitung, wo du dich jetzt befindest, dass du das durch deine Klugheit oder durch deine Arbeit bekommen hast. Nein, nein. Unter der Barmherzigkeit Allahs liegst du und liege ich. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala mit bereuendem Herz und sag ihm, ja Allah, wenn du mich nicht recht leitest, dann werde ich wahrlich in die Irre gehen. Ja Allah, ich habe keinen anderen Herrn, den ich anbete außer dir, ja Allah. Lasse mich nicht in der Versuchung fallen. Weine über dein Herr und sag, ja Allah, lasse mich nicht in Versuchungen landen. Weine und sag, ja Allah, das ist dein Herz. Dein Herz ist in deinen Fingern, du änderst seinen Zustand, wie du willst und wann du willst. Ja Allah, ändere seinen Zustand zum Guten. Ruf zu Allah Ta'ala und sag ihm, ja Allah, ich weiß, dass ich sündige. Ich weiß, dass ich abgelenkt bin. Ich weiß, dass ich harte Herzen habe. Aber ich weiß wohl, dass du barmherzig bist. Ich weiß wohl, dass du allvergeben und allverzeihend bist. Und ich weiß wohl, dass du der Gnädige bist. Ja Allah, guck mich mit den Augen deiner Barmherzigkeit und guck nicht auf meine Missetaten und auf meine Sünden. Ja Allah, du bist reich und ich bin arm. Ja Allah, du bist stark und ich bin schwach. Ja Allah, du bist der Allgewaltige und ich bin der Mittellose. Ja Allah, du bist der Herr und ich bin dein Knecht und dein Diener. Wallahi, wenn wir das nur nicht nur in den Worten, sondern auch im Herzen verinnerlichen. Wallahi, Allah Ta'ala öffnet dir die Türen von den Awliya, von seinen Verbündeten. Und dann siehst du Lichter. Und dann tretest du auf diese Lichter und jedes Mal kommst du ihm näher. Und immer, immer bekommst du Glückseligkeit, bis du in deinem Paradies reinkommst, noch in diesem Leben. Bevor du das wahre Paradies erreichst. Wie Al-Imam Ibn Taymiyyah sagt, Allah hat ein Paradies in dieser Welt erschaffen. Der das nicht betritt, der betritt das wahre nicht. Was ist dieses Paradies? Paradies der Glückseligkeit, Paradies des Glaubens, Paradies der Rechtleitung. Lasst uns mit bereuenden Herzen Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Mit der Bitte und Hoffnung, dass Allah ta'ala von uns heute annimmt. Ja Allah, ja Allah, oh Allah, du bist unser Herr, du bist unser Schöpfer, du bist der Gewaltige, ja Allah, du bist der Verwalter aller Dinge, du bist derjenige, der uns versorgt. Und wir sind deine Knechte und deine Diener, du bist der Reiche und wir sind die Armen. Ja Allah, leite uns auf deinen geraden Weg recht. Ja Allah, fülle unsere Herzen mit dem Glauben und mit deiner Rechtleitung, ja Allah. Fülle unsere Herzen mit deinen Worten und mit den Worten deines Propheten, sallallahu alaihi wasallam. O Allah, reinige unsere Herzen von Neid, von Abgrund.